Liebe Android-Newsleser, willkommen zu einem neuen Video und ich befinde mich gerade auf dem HTC Pressebriefing in München. Vor mir liegt das HTC Rhyme, das neue Style-Smartphone von HTC mit dem ganzen Zubehör. Hier seht ihr das Smartphone eingedockt in die Dockingstation. Da ist der Lautsprecher, da ist dieses Bändchen, das, wenn es eingesteckt ist ins Smartphone, uns anzeigt, ob wir verpasste Anrufe haben, SMS haben oder ob das Telefon gerade klingelt. Da seht ihr die neuen Kopfhörer und ein Sportarmband natürlich auch. Ich zeige euch einmal die einzelnen Zubehörteile. Wir haben hier das Headset. Das ist in einem neuen Design gehalten, damit man es schnell aus der Tasche holen kann und sofort nutzen kann. Hier sind die Steuerelemente. Ja, wir haben hier ein Sportarmband. Ein Lautsprecher, mit dem sich das Gerät automatisch per Bluetooth verbindet, wenn es in der Dockingstation eingedockt ist. Hier ist das Bändchen und oder das Amulett, das leuchtet hier dann oder blinkt und eingesteckt wird es über 3,5 mm Audioanschluss. Hier haben wir das Gerät eingedockt, Micro-USB-Anschluss, ansonsten eine ganz normale Dockingstation und hier haben wir drei Kontakte auf dem Gerät ebenfalls und damit wird es verbunden. Und ich schaue mir das Gerät jetzt erstmal aus der Nähe an. So, das ist das HTC Rhyme. Wir haben hier, so wie ich das gerade sehen kann, ja, das ist auf jeden Fall ein Aluminium Unibody. Auf der Vorderseite Aluminium-Elemente um das Display herum und halt dieses hier auf der Rückseite. Das ist die hintere Klappe oder der Akkudeckel, obwohl man den Akku gar nicht rausholen kann. Da befinden sich aber der SIM-Karten-Slot und der Micro-SD-Karten-Slot. Ja, auf der Rückseite haben wir die 5-Megapixel-Kamera. Wir haben hier diese Anschlüsse für die Dockingstation oder diese Kontakte, ein LED-Blitz, Lautsprecher. Auf der Vorderseite haben wir einen 3,7 Zoll großen Bildschirm, Super-LCD, Auflösung ist WVGA, also 84x800 Pixel. Wir haben hier die Sensortasten, oben das HTC-Logo, die Ohrmuschel und die VGA-Frontkamera. Auf der linken Seite der Micro-USB-Anschluss, der etwas versteckt ist. Auf der rechten Seite die Lautstärkewippe, oben 3,5 mm Audioanschluss mit dem einen Ausschaltknopf und unten das Mikrofon. Ich schalte es einmal ein und zeige euch die Software. Wir haben hier Android 2.3.5 mit HTC Sense 3.5. Hier seht ihr auch hier dieses neue Startseiten-Widget von HTC, das es nur auf dem HTC Rhyme und HTC Explorer gibt, zurzeit noch. Dem XL ist zwar Sense 3.5 drauf, aber dieses Widget ist nicht dabei. Das belegt die komplette Startseite und besteht aus dieser Dockbar auf der linken Seite und die Uhr- und Wetteranzeige. Ich kann es mal entfernen und ich lege es einmal neu an. Das war jetzt ein Widget und nennt sich Verknüpfungen und Uhr. So sieht es aus, dann kann ich die Verknüpfungen neu wählen. Auf diesem Gerät haben wir ganz normal Sense 3.5, auch mit dem 3D-Effekt, also mit dem Karussell. Wir haben hier unten nur zwei Buttons, einmal für die Apps und einmal fürs Telefon. Also das Telefon, also die Anruffunktion und die Apps. Ist jetzt in so einem Style gehalten, auf dem Explorer sieht es nochmal anders aus. Auf dem XL sieht es in einem gewohnten Sense-Style aus und ich zeige euch einmal die Telefoninfos. Hardware haben wir einen 1 GHz Single-Core-Prozessor, 768 MB RAM, eine 3,69, also 3,7 Zoll Display mit WVGA-Auflösung, 5 Megapixel Kamera, VGA Frontkamera, WLAN 802.11 BGN und Bluetooth 3.0. Und zur Software habe ich euch bereits gesagt, 2.3.5 Android und 3.5 die Sense-Oberfläche. Das Gerät läuft eigentlich flüssig, ruckelt mal hier und da, aber bei der Hardware ist es, denke ich mal, auch ein bisschen zu erwarten. Die Leap-Funktion ist natürlich auch da. Ja, so sieht das HTC Rhyme aus. Ich bin gespannt auf unseren Test und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Video.